So, hallo Leute, willkommen zu einem Top 10 Video. Hatten wir ja schon mal auf dem Kanal. Richtig schon professionell und scheiße war es gewesen. Und ich glaube sogar, das war sogar Top 11 oder 12. Und jetzt kommen wir zu den Top 10 meiner Lieblings-Pokémon, obwohl es eigentlich 11 sind. Da beginnen wir mal mit Platz Nummer 10. Und ja, ich weiß, dass die Maus im Bild ist. Hier zu sehen ist. Platz 10 ist Primarine. Ich frage euch jetzt bestimmt, warum Primarine? Das ist ein Pokémon. Vielleicht soll ich erst so sagen, warum Primarine. Und zwar Primarine. Es war ganz einfach. Ich finde das richtig schön, das Pokémon. Obwohl es viel Hate abbekommen hat, als Wasserstarter-Endentwicklung der Alola-Region, finde ich trotzdem mein Lieblingswasserstarter. Er hat sogar Amurai und Dragoran vor der Liste geschoben. Obwohl, es gibt viele in dieser Generation, wo ein Dragoran oder ein Amurai von der Liste gestoßen werden oder ein Flapivian. Platz 9 ist Mimikma. Tja, ich meine, ich hasse zwei Pikachu. Aber das Ding ist doch cool. Das Ding hat jetzt nicht die besten Basiswerte, aber auch nicht die schlechtesten, muss man sagen. Mit einem Schwertanz, einem Knuddler, Schritt oder Schattenstoß oder noch ein Irrlicht oder ein. Oder Dunkelklau. Dieses Pokémon viel reißen mit seiner einzigartigen Typ-Kombination Geistfee. Oder man kann da die legendäre Attacke Platscher einsetzen, die richtig gut ist. Und so. Aber hier würde ich mal sagen, komm, wieso Platz Nummer 8? Das ist Pampros, das Boden-Pokémon der 7. Generation schon wieder. Meine Fresse, wie viele noch? Wir hatten ja ein Pampuli in der Nasca und das ist schon, war schon recht stark. Und wenn Pampuli schon so stark ist, dann ist Pampros logischerweise stärker. Seitdem das genauso wie bei Sphirclub und Sphirfest mit Evoliten. Was ich aber kaum glaube. Dieses Ding kann die Attacke Pferdestärke, was nur Pampuli, Pampros und Relaxuel kann. Ist das jetzt Relaxus? Ist ein Pferd? Illuminati. Egal. Dieses Pokémon hat richtig gute Werte. Und es hat zwar eine richtig dämliche Kombination mit Boden, aber trotzdem stark. Jetzt kommt Platz 7. Wer hätte es gedacht? Das ist nochmal ein 7. Gen-Pokémon. Meine Fresse, wie viele kommen noch? Mindestens einer auf jeden Fall. Und zwar ist es Tortunator. Jetzt fragt ihr euch, warum Tortunator? Design hammergeil. Ich weiß nicht, wie stark es ist. Ich habe es noch nie benutzt. Weil ich noch nicht Pokémon und Solo gespielt habe, um es zu fangen. Aber als es auf der Gamescom vorgestellt wurde, ich war geflasht. Außerdem tut dieselbe Pose machen wie mega Gewaltruhe, wie heißt die Stahlfee-Pokémon nochmal mit der Mega-Entwicklung? Irgendwas mit Kiefer. Egal. Das Ding hat den Feuer-Drachen-Typen, wo außer ihm nur Mega-Glurak X und Reshiram besitzt. Und das macht das Ding schon gut. Und Platz Nummer 6. Und zwar, da haben wir sowohl Knogger als auch Alula-Knogger. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich das normale Knogger nur drauf gepackt, weil Alula-Knogger drauf ist und wir gleichberechtigend sein wollen. Ich meine, ihr wisst schon warum. Geiles Design. Das ist professionell. Das sieht einfach geil aus. Ein Geistfeuertypen, die vor ihm nur Lichtel, Laternecto und Skelabra haben, ist das falls auch eine richtig gute Typenkombination, die sehr selten vorkommt und hat eine richtig gute Typkombination. Na gut, die normale Form hebt nicht viel aus, hat aber auch einen richtig hohen Angriff, nur leider ist es vom Boden. Könnte aber locker das Alpha-Knogger bezwingen mit einem Knochenrang.
Gut, ich habe leider nur in der Nase kein Tragosso. Und keine Alula-Knurre, aber trotzdem ist das geil. Und jetzt kommen wir zu ihm hier, zu Amphi. Amphi, du hast Platz für redlich verdient. Oder Amphi? Amphi, Amphi, gab es Amphi. Ich meine, was soll ich dem sagen? Das ist sehr stark. Er ist süß, der gute Amphi. Sag ich mega, wirklich sieht zwar ein kleines bisschen bescheuert aus, aber trotzdem ist es immer noch süß und stark. Ich meine, in der Normalform hat es einen Elektro-Typ und aus irgendeinem Grund hat es in der Mega-Entwicklung noch mit dem Drachentyp dazu, wo nur es. Und diese Typen-Kombination hat nur Sekrom. Jesus, Reshiram, dann Sekrom. Wer denn noch? Egal. Kommen wir zum nächsten Platz. Da sind nämlich Spy-Pokémon aus der ersten Generation. Das war Lamus und Lashokin. Bei Lamus habe ich sogar einmal nicht das klassische Artwork benutzt, weil das ja auch gut gefallen hat. Und meine Fresse, war das schwer, die drei nebeneinander zu stellen. Feine sind süß. Auf jeden Fall, die sind alle drei stark. Lamus hatte schon ein Y-Team, privat hatte ich schon mal einen Shiny Level 100. Lashoking, was ja auch sehr cool ist. Und beide haben richtig gute Angriff und so. Und dann kommen wir zum nächsten Platz 3, Resladero. Erstens, geiles Design. Zweitens, es hat eine einzigartige Typkombination mit Kampf und Flug. Und drittens, meine Fresse ist das stark. Und außerdem hat es doch übermäßig krasse Werte. Ich meine, ein Pokémon Alpha Saphir Wonderlock ist es ja mein stärkstes Pokémon mit Level 76. Ist der ja mein MVP. Und Platz 2 Glurak übrigens. Ich glaube, ich sollte nicht so viel dazu sagen. Es ist Glurak. Zwei Mega-Entwicklungen. Feuerdrachen, Feuerflug. Und da. Und macht mir Fresse, da war es genauso schwer, die drei nebeneinander zu stellen. Da musste ich sogar ein Mega Glurak Y mit blauem Hintergrund nehmen, weil ich sonst dumpf auch das. Nun kommen wir zu Platz 1. Es ist Lucario. Ich habe die Shiny-Folge genommen, weil die einfach wie Son Goku aussieht. Ist das nicht cool? Ist das nicht schön? Ist das nicht stark? Ich hab's einfach lieber als Glurak. Tut mir leid. Ich hab's einfach lieber als Glurak. An alle Glurak-Fans da draußen. Ich bin auch ein Glurak-Fan, aber nicht so krass wie ihr. Aber egal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo da und ein Like, selbstverständlich, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass ich mehr diese Top-Videos mache, dann schreibt mir in die Kommentare Ideen. Ich habe noch eins auf Lager wie Charaktere, die ich mir im nächsten Smash Bros. Wünschen und nicht wünschen würde. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Oder ihr könnt da andere mir sagen. Ich habe übrigens auch einen Zweitkanal, wo ich Top-Videos mache, nur zu Pokémon, die Mega-Entwicklung oder Alola-Form brauchen. Die richtig scheiße sind. Noch schlimmer als den Content, wo ich auf diesem Kanal präsentiere, aber egal. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer FamousFK. Und alle Glurak-Fenster draußen. Ich finde Lucario cooler.